Es ist wirklich eine absolute Sensation. Seit gestern hat ein neues Zeitalter der Astronomie begonnen, denn gestern ging es um die Welt. Am 17. August fand ein ganz besonderes Ereignis im Universum statt und zum allerersten Mal konnte es parallel mit dem Fermi-Satelliten und dem Gravitationswellendetektor LIGO in den USA beobachtet werden. Die Kollision zweier Neutronensterne konnte so auf nie dagewesene Art und Weise analysiert werden. Warum das alles ändert in der Astronomie? Jetzt in Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Es war der erste Beitrag hier bei Klicks um Science and Fiction. Es ging um den stärksten Gamma-Ray Burst, den stärksten Gamma-Blitz aller Zeiten. Er traf die Erde am 27. April 2013. Gott sei Dank war die Quelle 3,6 Milliarden Lichtjahre entfernt. Er war aber so stark, dass er den Messbereich des Satelliten Fermi, der Gamma-Ray Burst untersucht, überschritten hat. Trotzdem konnte er der Erde nichts anhaben, er war viel zu weit entfernt. Das war wohl nicht immer so. Die Astrophysik vermutet hinter einem Gamma-Blitz den Grund für ein Massensterben vor 443 Millionen Jahren auf der Erde. Und jetzt wurde wieder ein ganz besonderer Gamma-Ray-Burst beobachtet. Er war nicht so stark wie der Gamma-Blitz 2013 und auch wieder weit entfernt. Aber zum ersten Mal wurde er nicht nur von Fermi beobachtet und gemessen, sondern auch vom Gravitationswellendetektor LIGO in den USA. Am 17. August 2017 um 14.41 Minuten und 4 Sekunden mitteleuropäischer Sommerzeit detektierten beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise das gleiche Ereignis, wobei es einen minimalen Zeitversatz von 2 Sekunden gab, der noch erforscht werden muss. Zwei Nummern hat dieses Ereignis deshalb, zum einen die GRB 17 und 817a, wobei hier GRB für Gamma Ray Burst steht, also der Gammawellenausbruch, und GW 17 und 817, wobei GW hier für Gravitational Wave, also Gravitationswelle, steht. Und diese fast gleichzeitige Messung ist etwas ganz Besonderes und ändert alles. Erstmals sind es Gravitationswellen, die nicht von der Kollision zweier schwarzer Löcher stammen, wo also nichts zu sehen ist. Damit bietet sich nämlich die Möglichkeit, dieses Ereignis auch noch anders zu beobachten, weil es eben etwas zu sehen gibt, nämlich dessen elektromagnetische Strahlung, das heißt Gammastrahlung, ultraviolette Strahlung, Licht, infrarote Strahlung und Radiowellen. Damit gibt es Daten, die so bisher nicht vorlagen, und bereits die erste bahnbrechende Erkenntnis. Zitat: Dies ist der erste eindeutige Nachweis einer Verschmelzung zweier Neutronensterne. Das sagt Dale Frail. Er forscht beim National Radio Astronomy Observatory in den USA. Und Greg Hallinan vom California Institute of Technology erklärt: Die Geschichte, die wir hier beobachten, ist damit vollständiger als jedes andere Ereignis in der Astronomiegeschichte. Mit den Informationen, die sowohl die Gravitationswellen als auch die elektromagnetische Strahlung liefern, können wir dasselbe Ereignis erstmals sowohl hören als auch sehen. Und das ist das wirklich Umwerfende. Kurz nachdem das Signal von LIGO gefunden wurde, wurde die Nachricht an zahlreiche Teleskope und Forschungseinrichtungen weitergeleitet. Die richteten ihre Teleskope weltweit in Richtung des Ursprungs der Gravitationswellen aus. Nach 11 Stunden wurde das SWOPE-Teleskop in Chile fündig. Wir sahen eine helle, bläuliche Lichtquelle in einer nahegelegenen Galaxie, so Josh Simon von der Carnegie Institution. Wow! Insgesamt waren es dann 70 Observatorien inklusive dem Hubble-Weltraumteleskop, die das Nachglühen in den verschiedenen Wellenbereichen tagelang beobachtet haben. Es wird wirklich spannend, wenn es dann noch ab nächstem Jahr das riesige James-Webb-Weltraumteleskop auf solche Ereignisse gerichtet werden kann, dann wird es voraussichtlich unglaubliche Bilder und neue Erkenntnisse geben. Mega spannend! Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den... Genau, auf die Glocke. Hier geht es weiter mit dem Video zum stärksten Blitz aller Zeiten. Wird ein Gamma-Blitz die Erde zerstören? Der hellste Blitz aller Zeiten. Das erste Video von Klicks und Science and Fiction. Schon witzig, wie ja alles begann. Also, ansonsten, bis dann. Bleibt dran.